Ja, hallöchen, wunderschönen guten Abend. Ich bin hier in Scheveningen, stehe da vor einem der 5-Sterne-Hotels. Jetzt weiß ich nicht, ob man das genau so erkennen kann auf dem Video. Blick in die Küche, die Scheiben total versifft. Ach, da sieht man es ja genau im unteren Rand, also das sieht richtig eklig aus, ja. Oder auch wenn man hier reinschaut und das für ein 5-Sterne-Hotel, also das gibt mir schon sehr, sehr, sehr zu denken, ja. Auch dort, wo die ganzen Behälter sind, die ganzen Scheiben versifft. Also das kann ich leider nicht ganz nachvollziehen, aber die eine Scheibe da, das ist schon schlimm. Das ist nicht Dreck von heute, sondern das ist uralter Dreck. Also ich verstehe es einfach nicht, auch wenn man hier so runterschaut, mal ein bisschen wieder weiter wegzoomen. Sieht alles recht verheerend aus. Man muss doch gucken, wenn man auch ein 5-Sterne-Hotel hat, dass es entsprechend gut ausschaut, ja. Also alles recht chaotisch und hier kann jeder Einzelne vorbeilaufen und sich das anschauen. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Oder auch da drüben alles angelaufen. Also ich war jetzt immer ganz begeistert, habe mir auch gedacht, hey, das ist echt ein cooles 5-Sterne-Hotel. Richtig klasse. Aber wenn ich so die Küche hier anschaue, da kann man doch wirklich mal die Scheiben putzen, ja. Na gut, okay, anyway, ich werde weiter berichten, was ich hier so alles Schönes erlebe. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend aus Scheveningen bei Den Haag. 5-Sterne-Hotel, von der Seite angeschaut, absolut versifft, verdreckt. Und hier laufen jede Menge Leute vorbei, weil hier geht es nämlich runter ans Meer. Schauen wir es uns gleich mal an. So, genau, da sieht man hier den Weg direkt runter ans Meer und dann so ein Blick für die Gäste. Tja, da fällt mir nichts mehr ein als Hoteltester in diesem Sinne. Schönen Abend, tschüss, bye bye, ihr Ernst Krameri von der Hoteltester-Tour in Holland.